Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge haben wir dir ein Heimtücke Ninja Parcours abgeschlossen. Wir sind immer noch im Shogunland, by the way. Ja, und sind gerade auf dem Weg in das Schloss, weil da ist die blaue Luftschlange, die wir beseitigen sollen. Oh tja, also dann hast du die Typen in Grün dann gefunden? Deswegen sind wir doch hergekommen, oder? Um den suspekten Typen in Grün zu finden, der da reingelaufen ist. Was wahrscheinlich Luigi war. Na klar, den habe ich nicht vergessen. Der Typ mit Grün war nicht da drin, oder? Glaube ich jedenfalls. Vielleicht war er da drin und vielleicht auch nicht. Schwer zu sagen. Dann müssen wir es wohl einfach nochmal spielen. Nochmal checken, meine ich. Muss ich jetzt wirklich noch Luigi da drin finden? Hä? Das fände ich richtig weird. Du bist schon der zweite Typ mit Schnurrbart und Latzhose. Der hat den Park besucht oder sowas. Ja, okay. Also 100%ig Luigi. Okay, muss ich da doch nochmal rein. Let's go! Nein, hier war noch einer. Oh, den habe ich auch nicht bekommen. Hier kann man auch noch raus. What? Als ob. Okay, dann wird hier ja wohl auf jeden Fall noch irgendwas versteckt sein. Da ein Ninji ist da hinten. Hä? Okay, ist das sogar der richtige Weg, den man hier machen sollte? Und die wollten dann beim ersten Mal durchgehen nur verarschen? Dass man den Ninjis halt folgt? Vermutlich, Leute, vermutlich. Okay, aber hier sehe ich erstmal keinen Ninja. Okay, gehen wir ins andere Haus rein. Hä, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir hier jetzt noch irgendwas anderes finden. Ist das der Techniker? Bist du ein Techniker, der draußen die Ninja-Sterne heil machen kann? Wir schulden dir eine kleine Tour. Hoffentlich magst du Zahnräder und beige Wände. Ja, ich glaube, das ist ein Techniker. That's some good shit. Okay, alle Toads gerettet. Noch ein paar Schnipsel von mir. Das hier ist der Techniker für das Haus der Heimtücke. Alle Fallen und Tricks hier werden von den Maschinen unter uns betrieben. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Von den Maschinen unter euch also, ja? Nein, Luigi! Geht's dir gut? Kann mich nicht bewegen. Hilfe bitte! Hört mich doch irgendwer, wenn möglich, Mario, rette mich! Oh, da ist er ja, das ist Luigi. Ich hatte gehofft, dass er den Schlüssel gefunden hat, aber stattdessen ist er unter die Räder gekommen. Tja, wir sollten ihn wohl irgendwie retten, irgendwie, aber wie genau? Tja, wie genau? Kann mich nicht bewegen. Rettet mich! Ja. Chill mal kurz deine Base. Luigi, ich bin gleich bei dir, vielleicht. Bin mir nicht so sicher, aber irgendwie kriege ich das bestimmt hin, dich zu retten. Den ich zum Beispiel dieses Zahnrad hier ein paar Mal schlage. So, Zahnrad in Zahnrad und ab geht die Post. Hä? Ich bewege mich? Oh, ich bin gerettet! Hurra! Nicht gerettet, Hilfe! Hast du irgendeinen Schlüssel oder sonst irgendwas? Wie war deine Zeit ohne mich? Ah, du hast mich gerettet, danke, Bruderherz! Und genau zur rechten Zeit, ich habe hier ein Überraschung für dich! Den Pilzpalastschlüssel, ich habe ihn endlich gefunden! Ich brauche nicht den Pilzpalastschlüssel, ist auch gar nicht der Pilzpalastschlüssel. Das ist der Shogunland-Schlüssel, du Volldepp. Du glaubst nicht, was ich in diesem verrückten Vergnügungspark alles passiert ist. Ich wollte umkehren, um dich zu finden, aber dann hätte dieser grässliche Kettenhund mir fast die Mütze vom Kopf gepressen. Also bin ich in diesem Haus gelaufen, um mich zu verstecken, aber ich konnte den Ausgang nicht finden und dann, wamm, Ninja! Irgendwie bin ich dann hier unten gelandet und plötzlich war in der Sand im Getriebe, also das Gesicht im Getriebe. Tja, das war ein harter Tag für mich und mein Gesicht, aber das war es wert, wenn ich dir endlich den Schlüssel geben kann. Liebe Zeit, wie sagen wir es ihm? Also danke für deinen Einsatz, Luigi. Wir haben diesen Schlüssel total gebraucht und wir wissen ihn auch total zu schätzen, aber... Naja, das ist nicht der Pilzpalastschlüssel, sondern der Generalschlüssel für diesen Park. Bing, bing, bing. Was? Aber der hat so an der Wand gehangen, als wäre er wirklich wichtig. Er sah so nach einem richtigen Schlüssel aus. Na gut, davon lasse ich mich nicht ermutigen. Ich werde den nächsten Pilzpalastschlüssel finden. Bis später, Bruderherz. Bis später, Olivia. Arrivederci. Brüder sind anscheinend immer komisch. Vor allem die Älteren. Luigi ist der ältere Bruder, oder? Oder? Oh nein, denk schon. Leute, habt ihr Geschwister? Schreibt in die Kommentare. Ich habe einen älteren Bruder, für wen es interessiert. Wir halten ihn besser nicht auf, weil wir den Pilzpalastschlüssel ja wirklich brauchen, wenn wir alle Luftschlangen gelöst haben. Da kann Luigi dann ruhig weitersuchen, oder? Er gerät sicherlich in Schwierigkeiten. Nein, nein, der noch nicht. Und jetzt, wo wir endlich den Generalschlüssel haben, können wir hier im Park jede Tür öffnen. Lass uns das Schlosstor öffnen, gleich nachdem wir diese Ninjas-Haus gründlich erkundet haben. Ja, Generali-Schlüssel des Todes. Keine Ahnung, warum bei mir immer alles des Todes ist. So, hier hinten war kein Ninja, aber gehört ja auch nicht zur Attraktion. Weiter geht's. Okay, die vier sollten alle gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann war hier noch einer. Hier an der Wand ist noch einer.
In der Kiste ist jetzt auch einer? Oder war da vorher... Ah ne, da war vorher auch einer. Okay, in der Kiste ist also auch einer. Okay. So, ich glaube, hier oben haben wir dann auch alle. Hoffentlich. Hier in diesem Raum war gar nichts versteckt, oder? Und das müssten jetzt alle gewesen sein. Weil hier kann ja jetzt eigentlich gar keiner mehr sein. Wir könnten uns zwar quetschen lassen, aber das bringt ja nichts. Ja, also wenn ich jetzt nicht alle habe, dann weiß ich wirklich nicht weiter. Du hast 22 Ninja gefunden, aber immer noch nicht perfekt. Hä? Okay, keine Ahnung, wo die letzten Ninja dann sein sollen. Wirklich gar kein Plan. Hey, ihr habt ihn gerade verpasst, den Typ in Grün. Nachdem wir gesucht haben, kam gerade da rausgerannt. Meint ihr, dass es ein frisch gebackener Ninja ist? In diesen grünen Sachen kann er sich aber bestimmt nicht gut verstecken. Naja, lasst uns zum Palast vorgehen und ihn aufschließen. Gute Idee. Die Dinger da oben drehen sich jetzt. Das heißt, wir kommen an die Kiste ran, die auf der anderen Seite ist. Und in dieser Kiste haben wir einen weiteren Schatz namens Bobby. Nein, es ist ein Bob-Omb. Aber da er rumliegt, ist das garantiert Bobby. So, perfekt. Gut, wir müssen irgendwann nochmal in dieses komische Haus rein, um die Special-Belohnung zu holen. Aber gerade gar kein Plan, Leute. Mit den Generalschlüsseln sollten wir jetzt aber auch hier eigentlich reinkommen. Ob man damit auch in die anderen Türen rein kann, die halt nicht versperrt sind, sondern nur so ein bisschen gehakt haben? Wahrscheinlich schon. Ey, die Dosenparty! Nice. Und hier entweder ein Café oder wieder so ein... Ist so ein WLAN-Gedingsbums. Und er steckt schon wieder. Wieso stecken die da immer fest? Herr Professor, kommen Sie da sofort raus! Ihre Vorlieben sind echt merkwürdig. Ah, puh, ich danke dir, Mario! Ja, tschüss, ne? Links haben wir halt uns halt noch gar nicht umgeguckt. Und da ist zum Beispiel noch ein Kostümfotostudio und sonst was. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal links umgucken, Leute. Okay, ist das... Ja, das ist das Kostümstudio. Und unsere Kostüme haben wir uns ja auch schon abgeholt. Toad, bist du etwa die Kamera? Toad, bist du etwa eines dieser Dinger hier? Nein, der Toad ist im Gemälde drin. Oh, ich wollte eigentlich mein Foto, aber dann wollte das Foto mich. Uff, uff. Da bist du der Ladenbesitzer. Welches Outfit nehme ich denn jetzt? Nee, nicht der Ladenbesitzer. Wie kann ich denn jetzt hier Fotos machen? Sag doch mal. Können wir anscheinend nicht aussehen. Okay, unnötig. Jetzt ist das wieder sehr viel abgelaufen hier. Das mag ich ja mal eigentlich nicht so gerne. Da oben war ein Goomba. Ob der uns wohl in den Hinterhalt führen will? Schauen wir doch einfach mal nach, was er vorhatte. Kleiner Goomba, was hatten Sie vor? Okay, er wollte einfach nur sterben, kann ich verstehen. Aber ja, nicht mit mir. Also du darfst gerne sterben, aber ich später irgendwann mal. So, dich retten wir natürlich auch. Hallo, kleiner Toad. Bye-bye, ihr kleinen Goombas. Gegen das Wasserbecken mit Horn könnt ihr gar nichts. Und seine Riesenwelle. Bisschen Overkill, weil die Goombas haben sowieso null Leben. Ich glaube, die haben nur so 10 oder was. Naja. So, kleiner Toad, ich habe dich auf spektakuläre Art und Weise gerettet. Du schuldest mir was. Du weißt, wie die italienische Mafia drauf ist, oder? Du bist mir eine gefallen schuldig. Gut, und was gibt's denn hier oben noch? Hier soll auf jeden Fall irgendwo noch ein Toad versteckt sein. Wir haben die Karte ein bisschen merkwürdig. Oh, eine Glocke! Na du? Krieg! Das bedeutet Krieg! Pappmacho, fahr! Okay, geht jetzt. Oh nein, Pappmacho, Pappmacho, Pappmacho. Ist das gut oder schlecht? Finde ich das gut oder schlecht, dass der Pappmacho jetzt da ist? Naja, soll er hier rumlaufen? Hab ich absolut gar nichts gegen. Hier soll noch irgendwo ein Toad versteckt sein. Achso, ja, hier hinter. Genau. Ah, zerquetsch mich nicht. Ich bin doch nur ein harmloses Schild. Ich habe gehört, dass man im Fotostudio alle möglichen Kostüme tragen kann. Das ist ja so cool. Aber ich habe so Angst vor Pappmacho-Schergen. Ja, ich rette dich ja schon. Haben wir schon mal einen Cooper gesehen? Ich glaube bisher noch nicht. Ein Pappmacho-Riesen-Cooper. Da ist er explodiert. Geil. Ja, aber irgendwie verstehe ich das hier unten nicht. Also, bisher kann ich da auf jeden Fall noch nichts machen. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Was könnt ihr alle nicht? Ich kann einfach nicht richtig schlafen, so müde. Und ich kann gar nicht genug dafür danken, dass du mich gefunden hast. Ich kann dafür diese doofe, treue Promi-Billett gar nicht verwenden, wenn ich hier nicht rauskomme. Und ich kann nicht zulassen, dass heute jemand mein Gesicht sieht. Oh, warum kriege ich heute riesige Pickel? Okay, 4 weitere Toads gerettet. Why not? Kommen da zwar alle nicht raus und sind wir immer gefangen und werden da auch vergammeln. But that's not my problem, I guess.
Nächstes Haus, nächstes Glück. Wir haben eine Kiste. Und in der Kiste haben wir ein Zehnrädchen. Nein, ein Wasserpergamentonrad. Okay. Ein kleines Tötchen. Oh, manchmal höre ich Schritte auf dem Dach. Das sind nur Münzen, oder? Hey, Mäuse meine ich natürlich. Okay, der hat den Gumba da oben gehört. Kein Ding. Und letztes Haus, in dem wir noch nicht drin waren. Wahrscheinlich Gegner. Ich vermute Gegner. Ich vermute... Oh, Geld. Okay. Mit Geld habe ich jetzt nicht gerechnet. Nehme ich aber mit. Oh, I'm a witch boy. Das ist in Ordnung. So, alles abgegraced. Dann können wir jetzt endlich hier weitergehen. Also hier waren eben noch die Schergen. Haben die irgendwas bewacht? Oder so? Nee, ne? Standen hier nur blöd rum. Was ist denn das hier? Zum Glück habe ich den Generali-Schlüssel. Haus der Mysterien. Kannst du das Rätsel lösen? Steht unten auch nochmal. Also oben links und unten rechts steht das nochmal gespiegelt. Ja, ja. Okay, Rätselhaus tatsächlich. Dann lass doch mal gucken. Rätsel liegen mir ja zum Glück richtig gut. Okay, das geht auf und zu. Interessant, interessant. Hier kann man auch aufmachen. Man kann es auch wieder schließen. Und dann kann man die andere Seite aufmachen und auch wieder schließen. Dann haben wir hier so ein Ding. Kann man die Dinger hier aufmachen? Mit denen kann man gar nichts machen. Okay, das hat bestimmt auch was damit zu tun, wie man die Sitzkissen hier rumstapelt. Und hier nochmal gespiegelt. Okay, ich glaube, wir müssen beide Seiten einfach nur spiegeln, oder? Nichts einfacher als das. Okay, dann machen wir hier das Tatami-Bett auf. Und den Schrank auf. Okay, auf jeden Fall einer pink, zwei andere grün. Was ist denn, wenn man einfach alle grün macht? Tatami, alle grün, das Ding ist auf. Schließen, öffnen. Sieht genauso aus wie auf der anderen Seite, wow. Da habe ich es mir aber einfach gemacht. Tolles Haus der Mysterien. Ja, ein KP Max plus 5. Gut, Haus der Mysterien. Tolle Sache. Ich glaube, damit haben wir dann jetzt auch alles im Shogunland abgegrast, was man so machen konnte. Ja, denn ich habe irgendwas übersehen, aber ich glaube nicht. Also das mit den Fotos machen konnten wir bisher noch nicht machen, das war ein bisschen doof. Auf dem Wachtorf waren wir drauf, Haus der Mysterien waren wir. Shogun-Theater fehlt noch. Achso, da gehen wir dann als nächstes rein, das ist dieses große Teil. Haus der Heimtücke waren wir, im Streichelzoo waren wir, Teehaus waren wir auch. Und im Souvenirland auch. Haben wir alles abgegrast. Kommt als nächstes das Shogun-Theater. Da ich aber denke, dass es da krasser weitergeht, werden wir es in der nächsten Folge angucken. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auf der nächsten Folge seid. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.